erweiterte Forum Wohnungswirtschaft ist vorbei und auch unser erstes digitales Forum. Für uns war das an vielen Stellen eine neue Erfahrung. Wir haben das erlebt, wie in den vergangenen Wochen und Monaten durch die Covid-19-Pandemie sich unser privates, unser soziales, aber auch unser berufliches Leben verändert hat. Uns war es wichtig, diese Veranstaltung trotzdem durchzuführen. Etwas anders, als wir es sonst gewohnt waren. Und ich habe mich gefreut, dass viele Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften, aber auch Gäste aus Politik und Wirtschaft heute mit dabei gewesen sind. Erstmal ist es gut, dass der 19. VDW-Tag stattfindet. So, und deswegen ist es ein Riesengewinn, weil es digital stattfindet und wir uns persönlich nicht treffen können. Aber zugleich bedeutet das persönliche Treffen eben auch viel mehr als jetzt ein Austausch über die Videokonferenz. Und insofern hat es Vor- und Nachteile. Wir haben beim diesjährigen Forum, denke ich, eine sehr mutige Entscheidung getroffen, dass wir überlegt haben, wie können wir das Programm unter den neuen Regeln digital sozusagen vermitteln. Wir haben es geschafft, die Keynote-Speaker, die hochkarätigen politischen Gäste auch in diesem Format das neu auszuprobieren und trotzdem wirklich einen guten Austausch hinzubekommen, auch das Programm zu kürzen auf einen Tag und trotzdem die Workshop-Elemente dabei zu behalten, dann in der jetzt als Webinare. Das hat gut funktioniert und ich freue mich, dass da der inhaltliche Austausch so stattfinden konnte. Digitale Form der Workshops war meines Erachtens wichtig, um Themen, die die Praxis tatsächlich bewegen, auch ansprechen zu können. Ich muss sagen, besonders die Vorbereitung der Workshops hat sehr viel Spaß gemacht, weil alle Moderatoren und Teilnehmer sehr stark mitgemacht haben und schon überlegt haben, wie sie die wirklich wichtigen Themen in dieser knappen einen Stunde so unterbringen, damit auch alle, die vor den Bildschirmen sitzen, möglichst viel mitbekommen. Und ich hoffe, das ist uns auch gelungen. Das erste digitale Forum war schon eine Herausforderung. Wir hatten natürlich eine ganz neue Anforderung für die Kommunikation. Wir berichten sonst immer sehr stark über Personen, Situationen, fangen Stimmungen ein. Das war natürlich heute schon besonders, wenn man nur einen Raum mit Bildschirm und ganz vielen Kabeln hat. Aber ich glaube, das ist uns gut gelungen. Wir hatten ein gutes Konzept und können auf das Ergebnis auch alle zusammen stolz sein. Alle Menschen, die Ihnen wichtig sind. In diesem Sinne alles Gute, schön, dass Sie mit dabei gewesen sind und Glück auf. Vielen Dank.